Joho, Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4. Sarah und Jacob stehen immer noch außerhalb vom Club. Ich weiß nicht, ob sie mal irgendwann Lust haben reinzugehen, aber es ist ja auch ein wunderschöner Herbsttag. Wieso sollte man dann dort in einen Nachtclub gehen? Am Tag. Naja, ich hatte da so die Idee, dass das vielleicht geht. Ich habe ein neues Kunstmuseum da hinten platziert. Es sieht schick aus, oder? Nannte sich Schwarz-Weiß. Und Mandy geht jetzt. Wahrscheinlich war ihr die Inge zu gruselig. Das sind noch mehr Sims, die ich irgendwie teilweise alle gar nicht kenne. Wer ist das denn jetzt hier? Charlie McEvils. Ja, ich bin so böse. Ich gehe jetzt hier böse entlang, um die Leute drumherum und guck die Böse dabei an hier. Hier, was macht Yuki? Yuki ist am Tanzen mit dem Barkeeper, der voll angepisst ist und gelangweilt. Und was machen sie so den ganzen Tag mit dem Barkeeper? Die sehen irgendwie nicht so unentspannt, der tanzt. Ja, ich mag, dass Leute laut Witze erzählen und so ein Zeug. Halt. Ist ja super Musik hier drin, da komme ich jetzt auch mal dazu. Ey, voll schön. Richtig krasse Gruselmucke, ey. Geht hier drin richtig ab, ey. Stark. Ich gestalte hier immer nur noch ziemlich geil mit dem Bild und so. Gut aus. Ja, Mann, ey, die Anlage läuft hier voll heiß. Da gehe ich jetzt auch mal runter, voll am Abdancen und so. Ist schon kein Platz mehr. Ah, hallo, ich bin auch mal hier. Hallo, boah, ich gehe jetzt hier voll ab. Blau ist meine Farbe. Hey, super, das ist gut. Wir können jetzt mal alles zusammen tanzen. Boah, so viel geht so viel ab, da droppen sogar die Rames. Rhymes will ich nicht droppen. Mit einem Freund zu sein. Tja, da seid ihr, sobald seid ihr irgendwie beide noch nicht so glücklich. Wir müssen in die Toilette. Na gut, dann gehen wir auf die Toilette. Er ist jetzt auch nicht, er ist nicht mehr gelangweilt davon. Hä, wie hierhin teleportieren? Der war gerade sowas wie hierhin teleportieren. Habt ihr das gesehen? Hä? Sarah kann sich was? Was? Das Teleport. Achso, ja, sie ist ja voll Wellness, ne? Ihre Skills sind Zen, Yoga, Dreadlock-Style sind ja voll ausgebaut. Hier hin teleportieren. Ich will es mal sehen. Wahrscheinlich crasht jetzt das Spiel oder so. Oder sie läuft einfach dahin. Oder. Nee, tatsächlich. Das ist mehr als faszinierend. Da muss ich jetzt ein Foto von mir. Was ist da gerade passiert? Bist du hier gerade hin teleportiert? Das ist ja komisch. Annetta Mertens, sag doch mal hallo. Ey Mann, jetzt bin ich voll entspannt. Ja, super, hallo. Wie geht's Ihnen so? Wer sind Sie denn? Ich kenne Sie gar nicht. Gibt's hier was zu essen? Wissen Sie, ob es hier was zu essen gibt? Ich bin voll Appetit auf ein Törtchen. In der Nähe hier war früher meine Cupcake Factory, gibt's nicht mehr. Oh, ich hab tolle Brüste, ob ich gleich bemerke, dass Sie herteleportiert sind, wollte ich Ihnen sagen. Voll künstlerisch, gefällt mir richtig. Ja, aber eine Glocke sind super. Ja, voll toll. Gott, das ist ja richtig. Die beiden haben sich inzwischen echt festgequatscht. Okay, nicht schlecht. Ken Martens. Bekannter. Er ist mit Lisa verheiratet? Wie war das? Jetzt kann ich nicht mehr nachgucken. Die kennen wir auch, mit der er verheiratet ist. Die Frau kennen wir auf jeden Fall. Alter, wie das Ding hier abgeht, voll gut. Habt ihr das gesehen? Der Tod hat hier gerade so E-Gitarre gespielt. Och Mensch, guck mal, da ist die Annie! Freundlich vorstellen. Sag mal hallo zu Anni. Sag mal hallo, Anni. Hallo, Anni! Oh, hallo. Ey, du bist doch eine Mangold. Na, die Stories kenne ich. Mangold? Stories? Das sind Stories. Wo wir die tanzen können. Ist voll gut. Naja, mein Mitbewohner, der Thorsten, also noch gerade so Mitbewohner, also, naja, WG-Kollege, und der Thorsten hat einschlägige Erfahrungen mit den Mangolds gemacht, weißt du? Und zwar mit so einem etwas schwierigeren Charakter. Das Lea ist gerade kokett, die sagt auch mal. Ah, sie haben aber schöne lächelnde Zähne. Ich meinte, schöne strahlende Zähne, meinte ich. Alter, wie genial Annie am Tanzen ist. Wisst ihr, neulich hat mir zwar erstmal jemand das Herz gebrochen, aber eigentlich bin ich heute schon wieder richtig gut drauf. Ah, das tut mir leid zu hören. Aber schön, dass es dir wieder gut geht. Sie sagen schon wieder Scheiben. Dann geht es ihnen immer gut, wenn sie von Fensterscheiben reden, dann ist immer erstmal das in Ordnung. Du musst doch was Süßes holen. Lass uns mal eine Süßigkeit holen.
während Sarah sich da anfreundet mit, das müssen wir Leute müssen wir noch kennenlernen, den Sims vorstellen. Dann können wir uns noch dem vorstellen und der Annie vorstellen und der vorstellen, damit wir das auch bald. Ist gut, jetzt hör mal auf, mit der da zu reden. Gehen jetzt Stück für Stück ran. Allen vorstellen, einfach vorstellen, vorstellen. Die geknebelt, die kennen sich also auch schon etwas länger. Was stellt euch vor? Ich habe mal einen Bär gesehen. In freier Wildbahn. Das macht mich jetzt an. Kannst du einfach Hallo sagen zu den Leuten? Du musst dich Leuten vorstellen. Du sollst Hallo sagen. Du sollst zu den Leuten... Sag den Leuten jetzt sofort Hallo! Sag ihnen mal Hallo. Sag Hallo. Ich möchte das mal hinkriegen mit dem Freund der Welt gedöhnt. Wir haben den Hallo gesagt. An drei verschiedenen Orten neue Sims kennenlernen. Wenn sie ihm auch noch Hallo sagen, freundlich vorstellen. Freundlich vorstellen, hat ihr das nämlich auch hinter uns gebracht. Mal hin, ne? Es ist so ein gut aussehender Barkeeper. Krass. Jetzt das hat nicht geklappt mit dem Hallo vorstellen. Freundlich vorstellen. Und ist auch neu. Lena Stanson. Sollen wir freundlich vorstellen. Schicke Klamotten hat die Lena Stanson an. Und geht richtig ab jetzt hier. Oh, glitzere, ich hab Bling Bling um den Hals. Kann ich auch mal hier unten hinkommen? Hallo, ich bin's, die Stanson. Schön, euch alle zu sehen oder so. Hast du dich jetzt vorgestellt? Ja, läuft bei uns. Müssen wir noch an drei verschiedenen Orten Sims kennenlernen. Okay, wir haben hier neue Sims kennengelernt. Das zählt auch schon mal. Das ist großartig, da müssen wir gar nicht mehr so weit weggehen. Guck mal, es ist Abend geworden, jetzt ist ja richtig Nachtclubzeit. Jetzt würde ich aber ganz gerne mal ins Museum mit den beiden gehen. Museum besuchen mit... Wen haben wir denn gerade hier am Stissel? Guck mal, die Frau Sandig ist in der Nähe. Und die Marienbugs. Gehen wir doch jetzt einfach mal da zusammen hin. Gucken, ob das klappt. Alle kommen. Ein bisschen Leute zusammen trommeln. Mensch, schön. Ich hoffe, mit dem neuen Add-on und den ganzen Freundschaftsoptionen haben wir mehr Möglichkeiten, indem wir halt so eine Gang quasi aufmachen, unsere Freunde zusammenzubringen, sodass wir mehr miteinander unternehmen können. Wir werden ja auch kaum noch besucht. Früher war es so, dass alle Nase lang mal ein Zimmer an die Haustür geklopft hat. Kommt jetzt mal jemand vorbei und klopft an unsere Haustür? Nein, eigentlich so gar nicht irgendwie, oder? Vielleicht kennen wir einfach schon so viele Sims, sodass ich das Spiel nicht mehr entscheiden kann, aber... Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das Spiel ist so laut. Oma, sei mal leiser, danke. Okay, super, es hat geklappt. Also jetzt erstmal, auf jeden Fall erstmal hier alle, können wir irgendwie hier jedem was Süßes geben, so. Ne, Marvin kriegt was Saures. Was Süßes. Kriegst du auch was Süßes. Und dann gleich mal hier noch bitten einzuziehen. Ja gut, das kann man dann immer noch machen, wenn sie dann wirklich vielleicht mal ausziehen muss. Und du kannst ansonsten halt auch mal irgendwie allen Hallo sagen. Mit jedem mal reden. Da kannst du dich mal freundlich vorstellen. Die kennst du nämlich noch nicht, die Selina. Oh, hier wird aber ordentlich gehungert. Magst du nicht auch mal anziehen? Hier so Alltagskleidung. Das war was Saures. Das war nicht nett von dir, aber ich fand's lustig. Wird erstmal ein Selfie von sich in diesem wunderschönen Kleid gemacht. Ist über Mamas Figur geerbt. Huch. Oh, das leckt ja manchmal sogar ein bisschen, das Spiel. Und ich habe mich darüber gewundert, dass es so flüssig läuft. Jetzt leckt es hier so ein bisschen vor sich hin. So, wie sieht's denn überhaupt hier aus? Das ist doch aber sehr stylisch hier. Was zu essen, zu trinken kommt, bekommt man hier vielleicht aber auch. Schnelle Mahlzeit zu sich nehmen. Kochen können. Wir können hier was kochen. Gartensalat. Ja, Superfood-Salat kannst du doch machen. Mach doch mal Familiengröße. Dann können alle was essen. Und wir gehen mal mit allen zusammen hier hingehen. Weil das wesentlich einfacher ist. Genau, draußen.
Ich bin dein Papa und ich sag dir, du musst weder putzen noch Sport machen, ist mir egal, du darfst dich frei entwickeln, junge Frau, ja? Und wenn du auf Autos stehst, ist das völlig in Ordnung. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Wir wollten dieses Gespräch mal führen. Hast du die neuesten Handy-Apps, bist du glücklich. Dad, das ist jetzt wirklich nicht, das muss jetzt wirklich nicht sein, ja? Können wir reingehen, Musik hören? Ich muss mal pinkeln, glaube ich. Oh, Dad, du bist so peinlich. Kein Problem, ich glaube, ich werde mal Schriftstellerin. Ha? Meinst du, das ist vielleicht eine gute Idee? Ein Videospiel oder Schriftsteller? Hm, ja, okay, die beiden haben aufgehört, vernünftig miteinander zu reden. Das könnt ihr euch mal hier ausquatschen. Ach ja, ich habe mir neulich überlegt, ob ich mir einen Rührbesen kaufen soll. Ich weiß auch nicht. Rührbesen wäre doch was Tolles, oder? Apropos Rührbesen, wie geht's dir eigentlich so? Ah, naja, wir haben so ein paar Probleme bei uns ein bisschen in der WG. Wir müssen nicht so ganz ausziehen, umziehen, wer zieht wohin. Ach, das ist doch gar kein Problem, ey. Ich meine, das Liebesnest von dem Kater und Thorsten, das muss ja jetzt mal ready sein. Wollen wir wieder über das Essen reden? Ich hab Hunger. Welches aus hat jetzt hier... Tatsächlich, du hast den Superfood-Salat hergestellt. Wo ist denn jetzt die Familiengröße? Hier, können wir das nicht irgendwo... Ja genau, jeder holt sich jetzt was zu essen, jedoch nicht. Ein Gericht nehmen. So. Das gibt was. Ganz schön. Mag diese Kunstgalerie-Variante. Die gefällt mir wesentlich besser als das, was hier vorher stand. Auch klein und fein und übersichtlich. Ach, da kommen wir jetzt auch dahin und essen was, ja? Hi Sarah, na, wie geht's dir so? Schön, dass du so diesen leckeren Foodsalat gemacht hast. Das ist richtig gesund, ne? Natürlich ist das richtig gesund. Ich mache nur gesunde Sachen. Deswegen habe ich auch so krass abgenommen. Worüber reden denn da draußen nur? Ach, das sind so ein bisschen so Vater-Tochter-Gespräche. Das ist so lange nicht mehr gesehen, alle, ne? Dabei wohnen sie neben uns. Das müssen wir dringend ändern. Ach, ja, ist recht. Mann, Marvin hat schon fast eine erwachsene Tochter jetzt und Thorsten fast einen erwachsenen Sohn. Ja, solche Sachen gehen schnell bei uns, besonders wenn Aliens mit im Spiel sind. Ja, bei Marvin bin ich mir inzwischen auch nicht mehr so sicher, ob das so richtig war. Ich meine, zack, das erste Mal und dann gleich schwanger. Ich meine, ja, das war jetzt bei Thorsten fast so ähnlich, muss man ja sagen. Das mit seinem Kater, das ist jetzt vielleicht, also die versuchen es zwar immer wieder, aber es klappt halt nicht. Witzig. Nicht, dass mir mal sowas passiert. Ja, wie ist denn das eigentlich bei euch so ökomäßig und so? Weißt du, benutzt man denn da... Verhüter oder wie ist das? Also ich mache das nach Mondkalender. Ich messe so die Mondkalender-Sachen, weißt du? Man sagt zwar, dass das Schwachsinn ist, aber ich glaube daran. Und wenn ich schwanger werden sollte, verdiene ich genügend Geld mit meinem Fast-Food-Super-Gesund-Salat. Gut, geht doch alle weg und redet nicht mehr mit mir. Kein Problem, ich esse jetzt hier meinen total tollen Superfood-Salat. Fühle ich mich voll wohl mit. Du kriegst irgendwie mehr Boobs bekommen oder sieht das einfach da nur so, was ist los mit dir? Der verspielt, weil es immer reingelegt hat und es macht mir Angst, dass du so krass verspielt bist. Guck mal, es wird langsam Zeit, wieder zurück nach Hause zu fahren. Dann fahren wir doch mal wieder zurück nach Hause. Alter, wie es hier abgeht. Gott, hier mit Zieh oder sind wir noch gar nicht richtig dicke. Müssen wir auch dringend ändern. Ich sehe, du hast da gerade Bitblock gespielt. Das war nicht zum Anrufen. Ich weiß nicht, diese Handys verglitschen auch immer übelst. Okay, Oasis Springs. Und dann gehen wir zurück in die Kiesgrube. Auch ein schöner Ort für eine Straße. Wo wohnen Sie denn? In der Kiesgrube. Ui, das ist ja toll. Aha. Tja, das wird sicherlich eine harte Zeit für Yuki, wenn um sie herum alle sich ihrem perfekten Leben widmen und dann ausziehen. Aber das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. Und unsere Jungs müssen wir uns ja auch noch kümmern. Unsere kleinen Jungs, meine ich natürlich, um Theo und Mio. Das wird auf jeden Fall lustig. Halt vielleicht gerade, wenn dann wir Apartmentwohnungen dort haben, dass unser Mio eventuell darüber nachdenkt, dann dort zur Schule zu gehen und dann in einer Apartmentwohnung zu leben. Thorsten malt schon wieder das gleiche hässliche Baumgemälde. Läuft ja richtig gut und wir sind so stark verspielt. Wie wär's denn hier mit Tanzen? Sarah könnte eigentlich weiter an einem Buch schreiben, weiterschreiben. Verfolgungswahn, das klingt doch gut. Thorsten, du kannst das große realistische Gemälde fortsetzen. Mikesh ist hier und chillt.
Ja, warum denn auch nicht? Hier, du könntest dann alles ernten. Wässern. Geh doch mal Yuki zur Hand mit ihrer Gartenarbeit, hm? So. Jo geht gerade auf die Toilette. Wie sieht's mit Theodor aus? Ihr müsst sicherlich noch eure Hausaufgaben machen. Könnt ihr dann beide mal erledigen. Wenigstens hast du deine Hausaufgaben jetzt endgültig mal dabei. Also er behält sie auch und legt sie nicht immer einfach random irgendwo hin. Okay, dann müssen wir jetzt gleich drauf aufpassen. Wird eventuell passieren. Oh, ist die schöne Musik. Das war gerade lauter Sekunde. Jetzt mal vor den Lachkrampf. Leiser. So, ist gut. Schläfrig. Yuki ist schläfrig. Musst du morgen arbeiten? Du musst morgen arbeiten, dann gehst du jetzt auch schlafen. Wie sieht's mit unseren Jungs aus? Ihr müsst noch eure Arbeit fertig kriegen, dann schicken wir euch auch nach Hause ins Bett. Du kannst noch dein Buch zu Ende schreiben. Mikesh kümmert sich da fleißig um die Gartenarbeit. Das machst du sehr gut, Kätzchen. Können wir ja mal Stück für Stück hier wieder die Sachen verkaufen, die teuren Mohrrüben vor allen Dingen. Dass Mohrrüben so viel Geld bringen, ne? Wenn man so viel Mohrrüben kauft wie ich, esse halt sehr gerne Wurzelgemüse. Darunter fallen vor allen Dingen Mohrrüben. Äpfel sind toll. Ich finde es schade, dass das alles so unterschiedlich viel wert ist, weil ich es doch besonders schön fänden würde, wenn man dann nicht eigentlich nur ein und dasselbe Obst und Gemüse anbauen müsste, um viel Geld zu kriegen. Ah, oh, Mikesh pfeift dabei. Abgesehen davon hätte ich gerne auch irgendwie so eine Quick-Sell-Funktion für bestimmte Objekte. Einfach irgendwie so alles markieren und verkaufen. Das ist hier schon so ein bisschen anstrengend gerade. Aber läuft. Und wir haben auch schon wesentlich mehr Geld. Also sieht bis jetzt sieht's echt ganz gut aus. Also die Trefions bringen verdammt viel, ne? Trefions sind ja, also klar, wertvolles Gut, ist doch klar. Unsere Jungs machen hier vielleicht die Hausaufgaben, ist ja süß. Hey, kannst du mir mal gerade helfen? Wie war denn das nochmal? Grundrechnen? Ich vergesse das immer wieder. Ach, mach dich nicht über mich lustig. Nein, wirklich. Hier, ich muss X auf die Seite rüber verschieben und dann mal 2 nehmen, das Ganze. Und dann... Nein, jetzt sitzt du einfach Klammern drumrum, du Kackbob. Oh, gut zu wissen, dass du schlauer bist als ich. Okay, gut, dann ist X und Y und dann ist X aufgelöst und dann... Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. X ist gleich Y. Ah, witzig. Das kann ja auch wahr sein. Weiß ich jetzt nicht. So bin ich jetzt nicht ganz... bin mir nicht sicher. Wollt ihr jetzt nicht eigentlich längst im Bett sein? Ach, das wird schon. Hauptsache, unsere Hausaufgaben sind fertig. Ja, du brauchst hier wohl noch so ein bisschen. Deine Hausaufgaben sind also ready. Okay, schläft. Thorsten holt sich ein Stückchen Kuchen. Mikesh kümmert sich noch ums Jaten. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei Let's Play The Sims 4. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen, fürs Kommentieren und Bewerten. Ein bisschen Geld verdienen. Und dann geht's los. In die Geburtstagsparty.